Herzlich willkommen beim Yaluna Schnittmuster. Ich begrüße euch alle herzlich zu einem neuen Nähvideo. Heute geht es um den Softshell Parker Lady Cadiz. Lady Cadiz ist wie gesagt ein Parker von der Optik her, aber auf Softshell ausgelegt. Das bedeutet, wir haben uns Mühe gegeben, den Schnitt so auszulegen, dass er eben gut mit Softshell genäht werden kann. Softshell fällt relativ steif, ist ja ein mehrlagiges Material und braucht deswegen ein paar Besonderheiten beim Nähen. Darauf werde ich euch jetzt gleich gerne hinweisen bzw. vorbereiten. Alle wichtigen Informationen zu der Menge des Materials, zu Maßangaben und so weiter und so fort, findet ihr in der reich bebilderten Nähanleitung des E-Books. Und für alle die, die die Papierschnittmuster gekauft haben, findet ihr diese Nähanleitung zum Download unter www.farbenmix.de. Achtung, dieses Video kann unter Umständen ein bisschen Werbung enthalten, wobei ich alles selber gekauft und bezahlt habe, aber von vielen Dingen recht überzeugt bin und euch das deswegen gerne empfehlen mag. Okay, legen wir los. Also, ihr schneidet alle benötigten Schnittteile laut Schnittteilliste zu mit Nahtzugabe. Das heißt, es wird überall Nahtzugabe zugefügt und am Ärmel auch noch eine Saumzugabe. Die Saumzugabe richtet sich ein bisschen nach der Position des Riegels. Also würde ich maximal 2,5 cm Saumzugabe zuschlagen, da man ja dann auch noch den Saum mit der Nähmaschine festnähen muss und am Riegel vorbeikommen muss. Normalerweise wäre Saumzugabe 3 bis 4 cm ist so eher üblich, aber in diesem Fall, weil wir eben den Riegel haben, ein wenig niedriger, also weniger Zentimeter. Genau. Und bevor ihr zuschneidet, würde ich empfehlen, an allen Schnittteilen, wo zum Beispiel hier diese Markierungen für die Ösen und Knöpfe sind, ein Loch zu schneiden oder wie auch immer. Und wenn ihr dann zugeschnitten habt, unbedingt dran denken, die Passzeichen, diese kleinen Knipse oder auch genannt Passzeichen, auf die Schnittteile zu übertragen. Das habe ich hier gemacht. Hier sieht man den kleinen, ich hoffe, ihr seht ihn, den kleinen Strich. Das ist natürlich jetzt der vom Vorderteil. Auf dem Vorderteil befindet sich nämlich auch einer. Ja, hier auf dieser Seite, da ist er. Und das ist der Knips von der Passe. Andersrum, auch hier andersrum. Ja, und die Knipse, diese Passzeichen, die helfen euch nachher dabei, die Teile richtig rum aufeinander zu legen und somit auch richtig rum aufeinander zu nähen. Das ist also die erste Amtshandlung. Zuschnitt, richtige Nahtzugabe überall geben, an den Ärmeln die Saumzugabe geben und die Passzeichen von den Schnittteilen zu übertragen und schon mal alle Schnittteile so vorzubereiten, dass man nachher später auch gut die Knopfposition oder hier am Vorderteil habe ich auch die Taschenposition ausgeschnitten, dass man die dann gut übertragen kann. Und dann geht es los mit den Vorderteilpassen und den Rückenteilpassen. Die werden hier rechts auf rechts mit Hilfe der Passzeichen, die ihr beachtet, aufeinander gelegt. So kann kein Fehler passieren. Ihr seht dabei, dass hier diese eine Ecke über ist. Das ist auch richtig so. Ihr näht jetzt entsprechend der Nahtzugabe, die ihr gegeben habt. Ich habe mit 1 cm gearbeitet. Näht ihr jetzt die Passe auf das Vorderteil, auf beiden Seiten. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ja, so sieht das aus. Von hinten sieht es so aus. Ich empfehle euch, Softshell mit der normalen Nähmaschine zu nähen. Wer es unbedingt mit der Overlock nähen will, kann es auch machen. Auf jeden Fall braucht ihr eine 90er bis 100er Universalnähnadel. Ich habe bei diesem Softshell, der ist nicht so besonders dick, das ist ganz gut, habe ich eine 90er Nadel benutzt. Ich habe vorher die 100er auch ausprobiert auf einem Reststück, aber die hat zu große Löcher gemacht. Das könnt ihr ja auch machen. Ihr könnt vorher testen, welche Nadel die richtige ist. Nach dem Zusammennähen sieht es dann so aus, ja. Man kann Softshell auch bügeln, wenn man zum Beispiel ein Stück Backpapier drüber legt oder so und nicht zu heiß. Aber ich habe die einfach auseinandergeklappt, umgedreht natürlich, auseinandergeklappt und dann von außen festgestellt. Das hat gereicht, da musste ich jetzt gar nicht groß bügeln. Ne? So auseinanderklappen und
feststeppen. Genäht habe ich mit einer Stichlänge von 3,5 und das Absteppen auf der rechten Stoffseite mache ich gerne mit einer Stichlänge von 4. Allerdings muss man dann immer bedenken, dass man es ständig hin- und zurückstellen muss. Wem das nicht so liegt, sollte sich vielleicht auf eine Stichlänge einigen, wollte ich gerade sagen. Nee, sollte sich auf eine festlegen. Ne? Also hier habe ich das jetzt schon mal gemacht. Hier fehlt jetzt noch das Abgesteppte. Ihr seht gleich, dass das wesentlich schöner aussieht. Softshell ist total störrisch, also wenn ihr die Nahtzugaben nicht absteppt, dann rollt es überall, das wäre nicht so schön. Gut, wenn ihr also die Passen alle angenäht habt am Vorder- und Rückenteil, dann, wenn noch nicht geschehen, markiert ihr euch die Brustabnäher, zeichnet ihr einfach ab, dazu schneidet ihr auf eurem Schnittteil den Brustabnäher aus, ne, legt es hier ja drauf, weil ihr ja auch die Passzeichen alle übertragen habt und dann malt ihr den Brustabnäher einfach ab. Der Brustabnäher wird jetzt rechts aufeinander gelegt. Da müsst ihr hier an den Seiten schauen, dass die Linien genau aufeinandertreffen und hier an der Spitze auch. So, Softshell sollte man möglichst wenig mit Nadeln malträtieren, aber es gibt ja diese tollen Klammern, die das jetzt fixieren können. Und ein Brustabnäher wird immer von außen nach innen genäht. Dazu würde ich die Naht am Anfang einmal sichern und versuchen, mit dem letzten Stich direkt neben dem Stoff einzustechen, dann die Nadel hoch machen und die Fäden lang lassen. Das habe ich euch hier mal auf der anderen Seite, habe ich das schon fertig, habe ich es euch gezeigt. Die Fäden lang hängen lassen und dann einfach verknoten. Habe ich jetzt hier schon gemacht, damit es nicht wieder aufgeht. Ne? Zwei, dreimal verknoten und danach einfach abschneiden. Ja, die Fäden danach einfach abschneiden und hier auch, wenn noch welche überstehen und dann war es das. Den Abnäher, der wird nachher später nach oben geklappt mit eingenäht, wenn wir die Seitennähte schließen. Den kann man jetzt hier, muss man aber nicht, kann man aber so ein bisschen mit einer Klammer fixieren, dann ist er schon mal in die richtige Richtung. Geklappt, so sieht er dann nachher von vorne aus, der Brustabnäher und hier habe ich vergessen, die Nahtzugaben abzuschneiden, nachdem ich das abgesteppt habe. Das mache ich jetzt nochmal. Zack, die brauchen wir ja nicht mehr. Und damit sind die Vorderteile mit den Brustabnähern soweit fertig. Und als nächstes machen wir dann auch gleich die Taschen. Für die Taschen brauchen wir die Taschenklappen. Das habe ich im E-Book zuerst beschrieben, dann will ich das hier auch so machen. Wie schon erwähnt, habe ich hier mir ein Löchlein reingeschnitten, um die Position des Knopfes markieren zu können, denn dann nehme ich mir immer einen Markierstift oder auf dunklen Stoffen hier so ein Kreiderädchen oder irgendwas und dann kann ich mir den Punkt markieren. In diesem Fall habe ich jetzt schon mal angefangen und die markierte Stelle mit einer Verstärkung bebügelt. Ich habe jetzt hier einen Wonderdot genommen. Es gibt aber auch noch selbstklebendes Filz, was man da gut benutzen kann. Oder ihr könnt auch Vaseline-Reste aufbügeln, wie auch immer. Wichtig ist, dass so dünnere Stoffe, ich habe jetzt hier nämlich, weil mir so viele Lagen Softshell zu viel sind, habe ich innen einen Baumwollstoff genommen für die innere Lage der Tasche. Und den Softshell habe ich entgegen meiner Empfehlung in der E-Book-Anleitung nicht nochmal bebügelt. Ich habe das nämlich getestet und der Softshell hält auch ohne Verstärkung den Knöpfen stand. So, deswegen habe ich das jetzt nicht nochmal gemacht, damit es da nicht zu dick wird. Das hängt aber immer von eurem Material ab. Müsst ihr selbst immer erstmal schauen, vielleicht einen Test machen und einen Knopf opfern, zu gucken, ob es geht. Genau, ihr legt dann also jeweils eine Lage, wenn ihr einen anderen Futterstoff habt, eine Lage Futter, Taschenklappe und eine Lage Außenstoff, in diesem Fall ja der Softshell Außenklappe, aufeinander rechts auf rechts. Näht einmal entlang dieser Linien, die obere Kante bleibt offen. So, dann schneidet ihr die Ecken zurück und ich schneide auch immer von den Ecken aus, geht die Nahtzugabe noch mal ein bisschen zurück. Das hat den Vorteil, dass die Ecken sich einfach gleich besser ausformen lassen. Jetzt wendet ihr das Ganze und ich habe natürlich jetzt oben in meinem Nähzimmer das schöne Wendewerkzeug vergessen, aber nun läuft die Kamera schon, so ist es. Also ich habe immer so eine Pinzette, die ein bisschen stumpf unten ist und damit forme ich jetzt dann sozusagen
die Ecken aus. Ihr müsst euch das jetzt denken, weil ich sie jetzt oben habe. Aber ich würde das dann ausformen, vorsichtig einmal überbügeln, ein bisschen plattbügeln und von der rechten Stoffseite natürlich nicht oben die offene Kante, nur an den Seiten hier einmal absteppen. Das habe ich hier schon gemacht. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht, wahrscheinlich schon. Hier ist schon abgesteppt. Den Knopf könnte man jetzt schon arbeiten, wenn man will. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich mache das dann immer, wenn die Tasche komplett drin ist, mache ich gleich das Oberteil und das Unterteil vom Druckknopf zusammen. So, dann, wenn ihr die Taschenklappen fertig habt, legt ihr die beiseite. Und wir widmen uns der anderen Taschenhälfte sozusagen, also des Taschenbeutels. Dazu, achso, ich habe erst die Taschenbeutel vorbereitet, das geht auch. Ihr legt euch zwei gegengleiche Taschenbeutel hin und markiert euch den Tascheneingriff. Ja, ich habe mir das hier raufgelegt und mit dem Kreiderädchen einmal drumherum gemalt. Und dann zusätzlich auf der Tasche zuerst von der Taschenklappe mir markiert, wo der Druckknopf später sitzt. Und diese Markierung habe ich durchgestochen mit sowas hier. Das nennt man, glaube ich, Aale. Ich sage immer Eispickel dazu, warum auch immer. Und so konnte ich die Position des späteren Knopfes auf dem Taschenbeutel rausfinden und habe auch diese Position schon bebügelt. Gut, damit wir eine ungefähre Ahnung haben, wo denn auf dem Vorderteil diese Taschenbeutel jetzt aufgenäht werden, habe ich auch den Tascheneingriff, der auf dem Vorderteil angezeichnet ist, ausgeschnitten. Jetzt lege ich mir das Vorderteil entsprechend meines Zuschnittes. Ja, hier, also das Vorderteil-Schnittteil auf mein zugeschnittenes Vorderteil und markiere mir die Endpunkte ein bisschen. Das reicht nämlich aus. Es geht ja nur darum, dass ich weiß, wo ich den Taschenbeutel jetzt positionieren muss. Damit die Kreide nachher nicht so überall sich verteilt, puste ich die immer ein bisschen weg. Aber ich sehe hier die Markierung noch. Das ist ja auch das, worauf es ankommt. Jetzt nehme ich den Taschenbeutel und lege ihn rechts auf rechts auf diese Markierung. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen gucken. Ich stehe mal auf, dann ist es für mich einfacher. Ja, so, jetzt liegt er so, wie er soll. Und an dieser Stelle helfen uns die Klammern leider nicht. Deswegen fixiere ich den auf jeder Linie mit einer Nadel. Da ich aber auf der Linie eh gleich nähe, macht das nichts. So. Jetzt passiert gleich Folgendes. Ihr näht mit einer ziemlich kleinen Stichlänge, ich würde so sagen bei Softshell 1,5 ungefähr, vielleicht auch 2, normalerweise nimmt man noch eine kleinere, aber bei Softshell reicht das, einmal komplett den aufgezeichneten Tascheneingriff nach, ringsrum. Und anschließend zeichnet ihr euch, ich habe jetzt leider kein Lineal hier unten, ihr zeichnet euch eine gerade Linie. Ein Lineal ist hilfreich. Ich habe meins leider gerade verlegt. Wie ihr merkt, ich bin extrem gut vorbereitet. Und die Vögel erzählen auch was im Hintergrund. Bis ca. 1 cm bis vor die Enden und dann bis in die Ecken. Das ist nämlich die Linie, die ihr gleich mit der Schere einschneidet. Ja? Nachdem ihr den Taschenbeutel auf das Vorderteil genäht habt. Gut. Dann gehe ich das jetzt erstmal machen und dann zeige ich euch gleich hier, wie es weitergeht. Ich habe das jetzt ringsum zusammengenäht und hier schon mal mit einer spitzen Schere ein kleines Loch vorgestochen, sodass ich das jetzt vernünftig schneiden kann. Es muss so ungefähr, es sollte so ungefähr die Mitte sein. Ich habe den Eingriff jetzt verhältnismäßig groß gestaltet. Der könnte von der Breite kleiner sein,
Allerdings ist das dann sehr fummelig und schwierig und das ist halt für Anfänger nicht so gut. Wobei das natürlich sowieso letztendlich kein ideales Anfängerprojekt ist, aber ich denke immer durch die Videos ist das auch machbar. Auch für welche, die schon länger nehmen, kann das ja unter Umständen eine Herausforderung sein und deswegen habe ich gedacht, wir machen den Eingriff lieber einen Ticken größer und wer sich das zutraut, kann ihn ja einfach ein bisschen schmaler machen. Das habe ich bei zwei Modellen auch schon gemacht. So, ich habe jetzt, habt ihr gesehen, in die Ecken vorsichtig eingeschnitten. Müsst ihr natürlich auf jeden Fall aufpassen, dass ihr die Naht nicht trefft. Was ich immer noch mache, ist, ich schneide hier hinten die Ecke, die sich da gebildet hat, ab, damit da so wenig Stoff wie möglich ist. Umso schöner sieht der Eingriff nachher gewendet aus. Und hier auch wieder, wie schon zuvor bei den Taschen, zu den Ecken hin die Nahtzugabe so weit wie möglich zurückschneiden. Sieht jetzt zwar komisch aus, aber das werdet ihr gleich sehen, das macht sich ganz gut, wenn man eben wie gesagt die Tasche gewendet hat. Nicht die Tasche, den Tascheneingriff. So, jetzt wird die eine Seite des Taschenbeutels gewendet, einfach alles durchstecken auf die andere Seite, umdrehen. Oh, seht ihr, da geht er schon ein bisschen ab, da muss ich gleich nochmal drüber bügeln. Der Patch, die Verstärkung, so. Aber da bügele ich jetzt sowieso gleich nochmal die Eingriffe platt. Also alles schön ausformen. Wenn man das so wie ich gemacht hat, gibt es jetzt nur minimalste Falten in den Ecken. Das sieht man aber von außen dann nachher nicht. So, das Ganze wird jetzt gebügelt nochmal, damit der Eingriff auch schön platt ist. Habe ich schon gemacht bei der anderen Seite, zeige ich euch. Hier habe ich das jetzt schon schön ausgebügelt. Auf der anderen Seite sieht es jetzt so aus. Und ihr schiebt jetzt eine Taschenklappe, einen Taschendeckel, wie auch immer, in den Eingriff. Und zwar ist auf dem Schnittteil ja auch eine Linie eingezeichnet, die zeigt an, wie weit die Klappe reingeschoben werden muss. Aber ihr könnt euch im Prinzip auch einfach an der Nahtzugabe auf der anderen Seite orientieren, denn diese beiden Linien müssen bündig aufeinander liegen. Da es jetzt schwarz ist, sieht man das wahrscheinlich schwierig. Seht ihr das? Das ist der Taschenbeutel, die Klappe und das hier ist der Beutel. Und die beiden Linien sollen hier oben bündig aufeinander liegen. Zack. Habe ich noch einen zweiten? Nee, oben natürlich. Okay, dann nehme ich mal den hier vom Brustabnäher. So, also ich fixiere das dann hier mit den Klammern, damit es nicht mehr verrutschen kann. Ja, dann ist es erstmal sicher und wenn ihr jetzt zur Nähmaschine geht, macht ihr Folgendes. Ihr nehmt natürlich oben, bevor ihr näht, die Klammern hinten wieder raus, denn sonst könnt ihr nicht nähen. Also ich fange immer so rum an. Ich lege das Ganze so unter die Nähmaschine. Hier ist mein Nähfuß und hier bin logischerweise ich, seht ihr. Und dann beginne ich ungefähr in einem Abstand von 0,5 cm um diesen Eingriff rum, das abzusteppen, das Ganze. Das hat den Vorteil, dass ich bei der ersten Naht hier oben den Taschenbeutel die Taschenklappe innen mit fixiere. So ist die fest, kann auch nicht mehr verrutschen. Das heißt, ihr beginnt hier vorne und näht einmal knappkantig hier entlang. Und dann lasst ihr die Nadel im Stoff stecken, hebt den Nähfuß an, dreht das Stoffstück in diese Richtung. Und dann ist meistens der Nähfuß ein bisschen im Wege und deswegen klappe ich dann die Taschenklappe nach hinten und nähe hier den Eingriff entlang einmal ringsrum und steppe somit den Eingriff ab, bis hier vorne wieder zum Beginn der Naht. Und danach ist das soweit fertig. Ja, also danach ist der Tascheneingriff mit der Klappe fertig, so meine ich das.
Ne? Ich mache das jetzt mal einmal, dann zeige ich euch das. Und ich glaube fast, bin ich richtig, wenn ich sage, dass danach schon die Knöpfe angebracht werden. Ja, ich denke schon. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Knöpfe anbringen. Dann kommt noch der Taschenbeutel drauf und dann war es das auch schon. Jedenfalls mit der Tasche und den Vorderteilen. Bis gleich, ihr Lieben. Ja, ich habe die Tasche jetzt soweit fertig, also den Eingriff abgesteppt, wie beschrieben. Ich drehe das noch mal kurz um. Hier hatte ich zuerst, das habe ich leider vorher vergessen zu erwähnen, wo ich mit den Klammern fixiert hatte, eine kurze Naht gemacht, damit die nicht mehr auseinanderrutschen, die Lagen. Ne? Kann man machen. So sieht das jetzt. Ich drehe es noch mal um. So sieht das jetzt aus. Sorry. Ne? Hier sieht es jetzt, hier ist es jetzt zusammengesteppt und der Eingriff ist rundherum abgesteppt. Sieht man nicht ganz so perfekt mit dem Schwarz. Mit Farben ist ja immer ein bisschen schwierig. So, habe ich jetzt den Eingriff hier drauf? Ja, ich sehe nämlich auch nicht so gut, wo die Kamera steht. Also, für die Knöpfe. Ich benutze am liebsten von Prüm Anorak-Druckknöpfe. Mit denen habe ich sehr gut Erfahrung gemacht. Die nutze ich, seitdem ich nähe und seitdem ich Jacken nähe. Und Jacken nähe ich eigentlich von Anfang an. Ja, 15 mm in diesem Fall. Natürlich sind euch da keine Vorgaben gemacht. Ihr könnt auch andere Knöpfe benutzen. Und weil ganz viele immer sehr dolle Angst davor haben, Druckknöpfe anzubringen oder das Problem haben, dass Druckknöpfe diese Versprecher immer nicht halten, werde ich das jetzt nochmal im Detail zeigen. Genau. Ich benutze ja immer gern dieses, habe ich für euch vorhin schon gezeigt. Damit, hier hatte ich ja in der Tasche vorab schon, bevor ich die genäht habe, die Markierung gestochen. Die steche ich jetzt nochmal durch alle Stofflagen. Dann habe ich nämlich unten, wenn ich unten rauskomme, weiß ich dann in dem Taschenteil, wo das Gegenstück hinkommt. Ja, das hat diesen Vorteil. So, dann fange ich immer mit dem oberen Teil des Knopfes an. Jetzt seht ihr das hier wahrscheinlich, dass da eben auch schon die Markierung quasi ist, der kleine Durchstich. In diesen Knopfpackungen ist immer ein Werkzeug dabei, mit welchem man die Löcher vorab einschlägt. Dazu braucht man diese beiden Teile. Es ist ja auch immer eine kleine Anleitung in den Packungen drin und einen Hammer. Ja? Das mache ich ungern. Also man würde das jetzt hier unter das Loch legen, das Plastikteil, und dieses, was auch immer das ist, so eine Stanzform oder wie auch immer man das nennt, festhalten vorsichtig und mit dem Hammer draufschlagen. Funktioniert bei mir nie besonders gut und ich haue mir auch immer auf die Finger. So, das ist das eine. Ich mache es folgendermaßen. Ich habe eine Lochzange in der Größe, also mit verschiedenen Größen, und ich habe dann geguckt, welche Größe entspricht diesem Werkzeug, habe das eingestellt und damit loche ich immer. Leider ist mir an genau der Größe, die ich am meisten brauche, schon was rausgebrochen, sodass ich da immer noch nacharbeiten muss. Ich zeige es euch jetzt aber. Ich fixiere jetzt hier, also ich meine, ich schaue, wo das Loch ist, drücke da das Werkzeug drauf und dann drücke ich die Griffe fest zusammen. Wie gesagt, bei mir fehlt ein Stück, deswegen geht es leider immer nicht komplett und dann muss ich immer noch mit der Schere nachhelfen. Wenn wir schon dabei sind, können wir das unten auch gleich machen. Auch da die Markierung, die wir eben gemacht haben, möglichst genau erfassen. So. Das ist nicht schön, aber praktisch. Wie gesagt, ich fange immer mit dem oberen Teil vom Knopf an. Dazu gibt es diese beiden Werkzeuge. Ist aber, wie gesagt, in den Prüm-Packungen auch beschrieben, was wohin gehört. Nach oben kommt logischerweise der Knopf. Dann drücke ich das hier so ein bisschen durch. Und das Unterteil gehört so rum rauf. Jetzt bringe ich die Zange an in Position. Das könnt ihr jetzt nicht so, dass natürlich das Werkzeug auch genau greift. Moment, jetzt seht ihr es besser. Und dann, ganz wichtig, drücke ich den Griff, Moment, mal gucken, dass ihr den Griff immer auf eine Platte, also auf eine ebene Unterfläche, also hier ist ja jetzt Holz drunter, und immer kräftig aufdrücken, nicht einfach nur in der Luft drücken, sondern wirklich einen Zangengriff
immer auf den festen Untergrund drücken. So hat man viel mehr Kraft und es sitzt hinterher gut. So, also hier ist jetzt das Oberteil vom Knopf drin. Und jetzt kommt noch das Unterteil. Dazu müssen wir das Werkzeug wechseln. Boah, ich ahnte es schon bei der Testversion. Manchmal geht... Geht doch. Jetzt kommen die anderen beiden Werkzeuge, die für das Unterteil des Knopfes sind. Das fällt immer raus, das habe ich eben schon gemerkt. So, und diese beiden kleinen Teile sind für das Unterteil des Knopfes zuständig. Das kommt von unten und das ist das Gegenstück zum Schließmechanismus. Also lege ich, ja gut, das fällt immer raus, ich lege dieses Unterteil laut Anleitung hier herein. Das kann auch jetzt nicht mehr rausfallen und damit gehe ich dann, ich muss das mal drehen hier, sonst komme ich da nicht durch den Eingriff. Ja, jetzt habe ich, seht ihr das hier, guckt der durch. Oh Mensch, sorry, wenn ich manchmal so ein bisschen verrutsche. Ich muss immer hochgucken, um zu sehen, wo ich bin. Der Ausschnitt ist ja so nah dran, damit ihr das auch sehen könnt. Es kommt das Gegenstück drauf und weil der bei mir halt immer rausfällt, setze ich den jetzt einfach mal da drauf und versuche ihn gleich mit der Zange zu kriegen. Eigentlich sollte das ja halten. So, jetzt sind alle Teile aufeinander und jetzt wieder der Trick mit dem, mit der Zange aufs Holz oder einen festen Untergrund, ganz fest zudrücken. So, das war's. Jetzt ist hier das Untergegenstück und der Knopf ist drin. Da kann man jetzt auch ordentlich dran ziehen, weil das verstärkt ist und der Softshell hält ja auch einiges aus. Klappt wunderbar. Reißt nicht aus. Ich habe ja schon ein Modell genäht und da auch öfter die Knöpfe schon benutzt. Ja, also das funktioniert so wunderbar. Wenn ihr soweit seid, dreht ihr das Ganze um. Hoffentlich sieht man das jetzt in Gänze. Ja, es wird schwierig. So. Und legt den zweiten Taschenbeutel rechts auf den ersten. Und steckt euch das zusammen. Ringsrum. Sorry, der Ausschnitt ist jetzt ein bisschen klein, damit das andere eben besser zu sehen war. Aber ich glaube, euch ist klar, wie das geht. Einmal ringsrum zusammennähen. Ne? Dabei achtet ihr darauf, dass ihr natürlich so den Stoff unter die Nähmaschine legt und den Softshell, also die Außenlage, nicht mitfasst. Es wird nur der Taschenbeutel ringsrum einmal zusammengenäht. Das zeige ich euch oft vom anderen Vorderteil, da habe ich es schon fertig. Hier sieht man das dann. Ne? So ist, sind die beiden Lagen jetzt verbunden und ergeben einen Taschenbeutel. Hier oben habe ich das auch nochmal zusammengenäht, weil es einfach ja schöner aussieht. Es ist ja nur einlagig und dann möchte man ja innen das meistens auch ganz schön haben. Die Overlock-Raupen habe ich noch überstehen lassen, weil ich euch zeigen wollte, dass ich da einfach immer nur der Einfachheit halber die verknote. Man kann die natürlich aber selbstverständlich auch auf den Nahtzugaben feststeppen. Das geht auch. Und manche nehmen ja auch mit eine Vernähnadel und ziehen die Raupen in die Naht. Aber dafür habe ich meistens, erst recht nicht bei so großen Projekten, die Geduld. Da muss es immer schnell gehen und mich stören halt diese Zipfel hier nicht. Von daher ist das meine favorisierte Methode. Aber auch da jedem, wie er möchte. So, an dieser Stelle, ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, wie ich es im E-Book gemacht habe, weil ich gerade nicht nochmal geguckt habe, aber an dieser Stelle bietet es sich an, die Ösen, die auf dem Vorderteil noch gearbeitet werden sollen, jetzt anzubringen. Hier hatte ich mir die Tunnelzugöse markiert, also den Platz für die Tunnelzugöse und hier unten am Saum kommt ja auch noch ein Tunnelzug rein, da ist auch noch eine Öse. Und da würde ich jetzt sagen, im Vorderteil und im Rückenteil die Ösen auf jeden Fall schon zu arbeiten, weil wir als nächstes Vorderteil und Rückenteil an den Schulternähten zusammensetzen und dann die Ärmel einsetzen und dann hat man nachher so ein riesen Mattelgedöns und dann ist es unter Umständen ja, aufwendiger, die Ösen einzubringen. Es geht trotzdem, ne? Aber es ist aufwendiger. Von daher mache ich das jetzt an dieser Stelle. Ich bügel da gleich die Verstärkung auf und dann setze ich die Ösen ein. Und ich werde euch jetzt auch gleich einmal das Beispiel einer Öse zeigen.
Denn auch da kann man das wunderbar mit der Zange machen und ja, einfach, dass ihr mal seht, wie das geht. Es ist dasselbe Prinzip wie bei den Druckknöpfen, mit einem kleinen bisschen anderen Werkzeug. Aber ansonsten ist das auch super einfach zu machen. Bis gleich, ihr Lieben. Anders als bei den Druckknöpfen würde ich bei den Ösen auf jeden Fall eine Verstärkung empfehlen. Da ja hier auch keine Stofflagen doppelt sind, ne? Das ist einfach und die Ösen halten erfahrungsgemäß dann definitiv besser. Also, bei den Ösen habe ich auch wieder auf die Firma Prüm zurückgegriffen. Und die haben eine Größe von, das ist eine gute Frage, jetzt habe ich das abgeschnitten. Soll das 8 mm heißen? Der innere Durchmesser ist, glaube ich, 8 mm, wenn ich das hier noch recht entsinne. Also es sind auf jeden Fall nicht die großen, sondern die mittleren. Es gibt auch noch ganz kleine. Und der Vorteil bei den mittleren ist, also mir reicht das von der Kordeldicke auf jeden Fall aus. Und größere habe ich für den Schnitt auch nicht konzipiert, weil das muss ja später mit den Belegen noch passen. Also nehmt bitte keine größeren. In der Anleitung steht aber genau, welche Größe das ist. Ich habe es jetzt, wie gesagt, voll unprofessionell, gerade nicht auf dem Schirm. Das Gute jedenfalls bei dieser Ösengröße ist, dass für die Prüm Vario Zange, die ich ja auch für die Druckknöpfe schon benutzt habe, ein Werkzeug für das Loch dabei ist. Das finde ich sehr praktisch. Und zwar ein Werkzeug für die Zange dabei ist, muss ich ja sagen. Weil bei den Knöpfen ist ja auch ein Werkzeug dabei, nur das muss man ja mit dem Hammer bedienen. So, hier sehe ich jetzt noch durch, wo ich mir vorher die Knopfposition markiert habe, den schwarzen Punkt. Auch hier wieder drücken, schön kräftig drücken und dann haben wir das Loch vorgestanzt. Jetzt tausche ich dieses eine Werkzeug aus, setze diesen Kopf ein. Auch hier gibt es von Prüm beiliegend eine Anleitung, wie die Ösen angebracht werden. Wobei ich hierbei noch erwähnen möchte, dass es durchaus auch schöne bunte Ösen gibt. Die gibt es allerdings dann von Prüm in der Größe nicht. Ich glaube, die haben auch bunte Ösen oder waren das Jersey-Druckknöpfe, aber in kleiner. Also in der Größe jedenfalls gibt es das von Prüm, soweit ich weiß nicht. Und diese hier habe ich jetzt bei Snapply gekauft und die kann man tatsächlich auch mit dem gleichen Prüm-Werkzeug anbringen. So, ich habe ja schwarze Ösen für diesen Mantel gewählt. Jetzt packe ich die Öse, also das farbige Teil, nach außen. Das Loch ist minimalst kleiner als der Ring der Öse, sodass das einen guten Sitz hat. Jetzt kommt die Scheibe dazu. Wie rum man die rauflegt, steht in der Anleitung. Und dann lege ich die Öse in das Werkzeug. Auch hier wieder schön fest zudrücken. Werkzeug lösen. Und das war's. Ja, die Ösen sitzen dann auch wirklich gut. Ein bisschen sieht man ja hier, dass sich der Softshell dehnt und deswegen ist es gut, dass man vorher verstärkt hat. So, jetzt kommt als nächster Schritt, dass die Vorderteile rechts auf rechts auf das fertige Rückenteil genäht werden. Wie ich vorher bereits erwähnt hatte, habe ich jetzt hier die Ösen für den Tunnelzug auf beiden Seiten, also den Teilentunnelzug und auch die anderen kompletten Ösen an Vorder- und Rückenteil alle angebracht. Die an der Kapuze kann man, wenn man jetzt gerade dabei ist, auch anbringen, muss man aber nicht, kann man auch später machen, je nachdem wie da wie euch das lieber ist beim Arbeiten. Genau, hier werden jetzt die Schultern rechts auf rechts gesteckt und genäht. Hier steht wieder die Ecke über, das ist die Nahtzugabe. Und dann auch wieder die Nahtzugaben auseinanderklappen und von rechts knappkantig absteppen. Ja, wie das wisst, gehe ich davon aus, man merkt langsam, dass ich schon ein paar Stunden dabei bin. Wie das geht, wisst ihr, wollte ich sagen. Das mache ich dann gleich. Und danach habe ich schon mal vorbereitet, kommen die Ärmelriegel dran. Die sind ja hier im Bruch zugeschnitten.
kann man natürlich auch aus zwei Lagen Stoff zuschneiden. Dann muss man hier aber eine Nahtzugabe geben. Das darf man dann nicht vergessen. Also nicht im Bruch zuschneiden, wenn man innen halt einen dünneren Stoff will, Baumwollstoff oder so. Es gibt ja doch sehr unterschiedliche Softshells von der Qualität. So, die werden jetzt jedenfalls so rechts auf rechts geklappt und wie ihr es hier seht, einmal komplett zusammengenäht. Das Ende bleibt offen. Jetzt schneide ich die Nahtzugabe minimal zurück und die Ecken vor allen Dingen. Ganz wichtig, die Ecken. Und hier passe ich das noch ein bisschen an. So, naja, das... Oh, fast den Finger geschnitten. Du meine Güte. Unfall vor laufender Kamera. Jetzt habe ich auch meine schöne Wände Na, ihr wisst schon, was das ist. Ich habe Wortfindungsstörungen. Oh Mann. Mitgebracht von oben, sodass ich die Ecken diesmal schön ausformen kann. Störrisches Zeug. So. Pinzette. Es ist eine Pinzette. Ihr werdet euch beömmeln, wenn ihr nicht euch jetzt verrate, welches Wort ich im Kopf hatte. Es reimt sich auf Pinzette. Ich hatte Serviette im Kopf. Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber reimt sich eben, wie gesagt. So, mit der Pinzette, nicht Serviette, versuche ich immer die Ecken so ein bisschen schön auszuformen, was bei Softshell natürlich so eine Sache ist, weil das ja doch recht dick ist, das Material. So, aber hat ja ganz gut hingehauen. Jetzt, ihr seht, dass es hier ein bisschen schräg ist. Es hat damit zu tun, dass der Ärmel unten ja auch schmaler zuläuft und das Teil wird ja nachher an die Ärmelseitennaht genäht. So, jetzt das Ganze einmal komplett, also hier kann, muss nicht, das wird eh auf die Ärmelnaht genäht, also einmal so rum knappkantig absteppen. Und da ich das noch nicht vorbereitet habe, mache ich das jetzt und dann nähen wir das gute Riegelchen auf den Ärmel und bringen auch da die passenden Knöpfe an. So, den fertigen Riegel gewendet und abgesteppt, steckt ihr jetzt mit der kürzeren Kante nach unten auf die Markierung, die ihr hier auf eurem Ärmel vorgenommen habt. Die Markierungen sind zwar immer auf der linken Stoffseite, aber das geht ja trotzdem. Man kann sich natürlich das auch auf der Nahtzugabe der rechten Stoffseite markieren. Ich mache das immer so. Jo, passt genau. Einmal feststecken oder fixieren und dann auf der Nahtzugabe festnähen. So, das habe ich am anderen Ärmel schon mal vorbereitet. Wenn ihr das festgenäht habt, also den Riegel auf der Nahtzugabe festgesteppt habt, dann werden die Knöpfe gearbeitet. Dieser Knopf ist ein bisschen weit, zu weit hier gelandet. Ich habe nämlich nicht auf die Markierung geachtet. Ich wollte den ein bisschen weiter vorne haben als bei meinem letzten Modell und ja, es ist ein Tick zu weit. Der hätte eigentlich ein Stückchen weiter da sein müssen. Also optisch finde ich es jetzt nicht so schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Man muss das nicht machen, aber ich habe das so vorgesehen, dass man zwei untere Teile arbeitet, sodass man quasi den Ärmel länger stellen kann. Ne? Sonst hätte der Riegel ja nur eine optische Bedeutung, aber keine praktische. Und so kann man den Ärmel etwas enger stellen, wenn man das denn möchte. Genau, wie ihr die Knöpfe arbeitet, habe ich euch ja schon gezeigt. Und wenn das soweit ist, einmal den Knopf festmachen und dann kommt der Ärmel ins Armloch. Erst natürlich gesteckt und dann genäht. Und das wird auf beiden Seiten gleich gemacht. Ich zeige es euch an einer Seite. So, ich muss mal sehen, dass das auch zu sehen ist. Ich glaube, das ist zu sehen. So, das hier ist das Vorderteil mit dem Brustabnäher, das ist das Rückenteil. Und auf den Schnittteilen befinden sich Passzeichen. Bei mir sind das immer zwei Striche am Ärmel und am Vorderteil, also am vorderen Teil des Ärmels hier und am Vorderteil, die gehören zusammen. Und hinten am Rückenteil ist immer ein Strich und am Rückenteil des Ärmels ist auch ein Strich. Und dann gibt es noch hier in relativ mittig ein Passzeichen für die Schulternaht. Ja? Und anhand dieser Passzeichen ist das ganz einfach, den Ärmel jetzt in dieses Armloch zu stecken. Oder auf dieses Armloch, rechts auf rechts selbstverständlich. Und ich mache das immer so, dass ich
hier an den Passzeichen beginne, am Vorderteil. Da gucke ich dann natürlich, wie das aufeinander trifft. Und dann macht man das in kleinen Schritten, denn der Ärmel ist natürlich rund und wird auf eine Gerade genäht. Das ist an sich eher schwierig. Aber dafür sind die Passzeichen da und man näht das nachher wirklich Stück für Stück, ganz langsam und in Ruhe. Und dann klappt das auch wunderbar. Ich weiß noch, wie ich als blutige Nähanfängerin absolut immer Panik vorm Ärmel einnehmen bei Shirts hatte. Und mittlerweile ist das so eine Routine geworden. Genauso wie Reißverschlüsse und alles einnähen. Übung macht den Meister. So. Jetzt ist der Ärmel hier gestärkt. Auf den Fotos lege ich euch das immer so hin, damit man das sieht, dass es die Armkugel ist. Ne? Genau. Sieht man es auch? Ja, man sieht es. So. Und das näht ihr jetzt, dann näht ihr jetzt die Armkugel in das Armloch. Und auf der anderen Seite macht ihr das genauso. Also das Prinzip ist dasselbe. Okay, und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Wenn beide Ärmel eingenäht sind, steppt ihr auch hier die Nahtzugaben von beiden Seiten knappkantig ab. Man kann in der Rundung hier oben in der Armkugel die Nahtzugaben leicht einknipsen, denn lässt sich das noch ein bisschen besser legen. Das heißt, dann lässt sich das noch ein bisschen besser legen. Habe ich tatsächlich aber gar nicht gemacht, ist mir erst hinterher eingefallen. Hat auch so gut geklappt, ne? Aber kann man gut machen. Jetzt werden wir gleich die Ärmel- und Seitennähte rechts aufeinander legen, stecken und danach zusammennähen. Dazu achtet bitte darauf, dass der Riegel hier festgeknöpft ist, damit er nicht aus Versehen irgendwo anders mit eingenäht wird, wo er nicht mit eingenäht werden soll. Und achtet darauf, dass der Brustabnäher nach oben geklappt ist. Wem das zu unsicher ist, der kann natürlich den Brustabnäher auch nach oben klappen und auf der Nahtzugabe mit ein paar Stichen fixieren. So, jetzt drehe ich alles einmal um, damit das Ganze rechts auf rechts zusammen gesteckt und gelegt werden kann. Ich fange immer an der Achsel gerne an. Am Ende ist das egal, wo man anfängt und das ist jedem selbst überlassen. Einfach die Kanten schön bündig rechts aufeinander legen und stecken. Ja, das finden die Vögel auch, dass das so gehört. Sieht man gar nicht richtig. So, einmal den Ärmel. Und die Seiten. Mit der anderen Seite wird gleich genauso verfahren. An diesen langen Nähten, besonders am Ärmel, wird es schwierig, die Nahtzugaben auseinander zu klappen und abzusteppen. Man kann das machen. Also gerade hier an den Seitennähten geht es. Ich mache es aber nie. Bei den Ärmeln wird es schwierig. Die sind dann doch ein bisschen zu eng, um das komplett hinzukriegen. Genau, andere Seite wird genauso gesteckt und dann aufeinander genäht. Und danach können wir die Ärmelsäume machen, das zeige ich euch dann gleich. Und dann geht es weiter mit der Kapuze. Da habe ich jetzt die Ösen schon gearbeitet. Wie man das macht, habe ich euch gezeigt. Und ihr müsst hier eigentlich nur darauf achten, dass ihr den Kapuzenstreifen richtig herum annäht an die beiden Seitenteile und da gibt es eine Markierung, ein Knips, der das Halsloch markiert und das ist logischerweise hier unten und das müsst ihr nur beachten. Dann steckt ihr diesen Kapuzenmittelstreifen rechts auf rechts auf ein Seitenteil und näht schön langsam entlang der Rundung das Ganze aufeinander. Und wenn ihr das gemacht habt, so wie ich jetzt, dann kann man hier, wie ich eben schon bei der Armkugel erwähnt habe, wenn man möchte, die Nahtzugaben bis kurz vor die Naht etwas einknipsen, dann legen die sich leichter in die Rundung. Also das ist nur in der Rundung von Belang, nicht an den geraden Strecken.
So, ich mache das jetzt hier einmal und dann steppe ich das halt gleich ab, wie sich das schön flach anlegt. Okay. Und genau, wenn wir das gemacht haben, machen wir die Ärmelsäume und nehmen die Kapuze an den Halsausschnitt. Und ihr könnt schon mal auf die Suche nach einem kleinen Stückchen Band gehen, das ihr als Aufhängeband mit einnäht. Das vergesse ich nämlich immer gerne. Ich habe schon einige Jacken genäht, wo kein Aufhängeband mit drin ist. Deswegen sage ich es jetzt an dieser Stelle. Bis gleich! Ja, jetzt ist der Mantel soweit zusammengenäht, die Kapuze fehlt noch. An dieser Stelle empfehle ich immer, einen Passformcheck zu machen. Einfach mal anziehen, gucken, wie sitzt es allgemein. Jetzt könnte man gegebenenfalls noch was ändern. Natürlich nur im Fall der Fälle, dass es zu weit ist. Wenn es zu eng ist, ist es jetzt schwierig, denn mehr Weite kann man ja schwer zaubern. Auch mit den Ärmeln kann man jetzt leider nicht mehr so viel machen, weil ja da die Riegel drin sind. Könnte man höchstens, wenn die Ärmel zu kurz sind, noch ein Bündchen ansetzen, aber das empfehle ich sowieso vorher. Einmal Ärmellänge ausmessen, eigenen Arm ausmessen, gucken, kommt das bei mir hin oder nicht. Ne? Manche haben wirklich lange Arme, manche haben normale Arme und es kann nicht bei jedem passen. Okay, dann machen wir jetzt als nächstes die Ärmelsäume. Moment. Dazu klappt ihr die Saumzugabe, die ihr gegeben habt, auch wieder um. Anhand des Riegels empfehle ich ja eine Saumzugabe von ungefähr 2 bis 2,5 cm, weil ihr die ja nach innen klappen müsst und dort auch feststeppen. Und der Riegel beginnt ja relativ weit unten, sodass man jetzt nicht unbegrenzt Platz hat. Vielleicht setze ich den noch einen Zentimeter hoch, dass man da ein bisschen mehr Platz hat. Mal gucken. Aber nichtsdestotrotz haben wir da nicht unbegrenzt Platz. Also ich hatte 2,5 gegeben. Die klappe ich jetzt um. Dabei kann ich hier innen schön die Nahtzugaben auseinanderklappen. Ne? Dann wird das da nicht so dick beim Drübernähen. So. Nicht wundern. Ich mache das Pi mal Auge. Das kommt eigentlich immer hin und messe das gleich nochmal nach, ob ich Pi mal Auge richtig geguckt habe. Jo, kleiner Tick zu viel. Noch mal ein Stück. So, auf der anderen Seite das gleiche und dann steppt ihr das von außen, steppt ihr die Nahtzugabe von außen am Riegel natürlich vorbei. Müsst ihr mal gucken, welchen Nähfuß ihr da nehmt. Einmal ringsrum fest. Andere Seite das gleiche in grün, brauche ich euch nicht zeigen, wäre doppelt gemoppelt. Als nächstes kommt die Kapuze. Ich habe euch ja schon an das Bändchen erinnert. Ich mache es immer so, dass ich vor mich die rechte Seite des Mantels lege. Also des Halsausschnitts. So, und dann die Kapuze rechts auf rechts drauf und hier beginne ich immer in der Mitte. Man kann natürlich auch an einer Seite beginnen. Rechts auf rechts alles aufeinander stecken. Hier steht es bei mir ein Ticken über. Das liegt daran, dass ich die Kante vorne etwas länger zugeschnitten habe, weil sich bei mir schon ganz oft das Phänomen eingeschlichen hat, warum auch immer, dass die Kapuzen am Ende zu kurz waren. Ich weiß auch nicht, ob ich da letztens was falsch zugeschnitten hatte oder so, aber das ist mir jetzt schon 2-3 Mal passiert und da hatte ich einfach Angst. Aber siehe da, der Zentimeter, den ich zu viel gegeben habe, ist auch zu viel. Also den schneide ich gleich wieder ab. Jetzt kann man ja noch ein Bändchen mit einfassen. So, nee, Bändchen richtig legen. Natürlich so rum, ne? Dann macht man das aber so oder so. Ist eigentlich egal. So rum. Und ich fasse das hier mittig mit, sodass es nachher
wenn das angenäht ist, hier drunter verschwindet. Denn wenn das zusammengenäht ist, klappe ich das in eine Richtung um, nach innen, in die Jacke, nicht in die Kapuze, und steppe die Nahtzugabe fest. Das kann man auch noch ein Band drüber packen, dass man das ein bisschen versäubert und hübscher ist. Ich denke immer, innen sieht sowieso keiner, wenn ich den Mantel trage, deswegen reicht mir persönlich das so aus und ist es auch nur so eine Anleitung angegeben. Also, ihr steppt jetzt die Ärmelsäume fest und ihr steppt die Kapuze an die Halsnaht. Optional das Aufhängebändchen und danach zeige ich euch jetzt auch nochmal, wird noch der Tunnelzug aufgesteppt. Erstmal aufgelegt. Hier auf den Nahtzugaben habe ich mir die Knipse von den Schnittteilen übertragen. Hier ist die hintere Mitte, die habe ich mir markiert. Die sieht man hier am Mantel eigentlich nicht mehr so genau. Könnte ich jetzt natürlich auch noch markieren. Ich kann jetzt aber auch einfach nach den Knipsen gehen, die hier für die Seitennähte auf dem Schnittmuster, das ist ein Puzzle, eingezeichnet waren. Die kann ich jetzt hier auf diese Naht stecken und hier auch. So, und dazwischen müsst ihr gucken, ob euch das so reicht oder ob ihr das mit Nadeln fixieren wollt. Was auch ginge, wäre Stylefix, doppelseitiges dünnes Klebeband. Es geht auch. Ne? Damit kann man das auch machen, wenn man sich nicht in den Stoff pieksen will. Ich habe jetzt leider gar keine Nadeln hier, also ich muss das gleich noch ohne euch perfektionieren. Und dann zeige ich euch nochmal hier an den Seiten. Also natürlich, ich habe es jetzt festgesteckt, aber zum Festnähen ist klar, klappt ihr die Nahtzugaben auseinander, ne? Und näht es dann auf, sonst gibt es ja da einen riesen Wulst. So, dann unter der Tasche entlang, das ist hier ein bisschen knapp, die Öse verdeckend. Ja, also Moment, seht ihr überhaupt was? Hier die Öse verdeckend und man muss hier vorne jetzt letztendlich keine Naht machen. Ich fange aber immer hier an, gehe einmal ganz rüber und einmal komplett rum. Und da ich das Teil aus Softshell zugeschnitten habe, habe ich das auch nicht versäubert. Wenn ihr das jetzt aus Baumwolle oder irgendwas zugeschnitten habt, was halt stark fusselt, müsstet ihr das vorher noch versäubern, das Schnittteil. Ja, wie gesagt, aber wer jetzt, weil man die Naht ja außen sieht, das doof findet, dass hier vorne auch noch eine Naht ist, die ist nicht zwingend nötig. Ich finde es aber hübscher, aber das ist Geschmackssache. Okay, also die drei Arbeitsschritte als nächstes und danach, lasst mich überlegen, geht es schon mit dem Reißverschlussuntertritt und dem Einsetzen des Reißverschlusses weiter. Ja, ich habe jetzt alles gemacht, was ich euch auch aufgetragen habe. Ich habe hier die untere Lage der Nahtzugabe ein bisschen zurückgeschnitten, alles in den Parker geklappt und von rechts etwas breiter abgesteppt als die übrigen Nähte. Ja, man sieht ja hier ganz gut, wie das innen aussieht. Wer es sauberer mag, wobei ich das auch schon ziemlich sauber und ordentlich finde, aber wer es noch sauberer mag, kann natürlich vor dem Arbeiten, also ganz am Anfang, alle Teile versäubern. Der Softshell macht es nicht notwendig, rein von der Nähtechnik her, weil er ja nicht ausfranst, aber wer das innen schöner findet, kann das selbstverständlich machen. So, man könnte hier jetzt auch noch mit einem Band versäubern, also das drüber nähen. Habe ich auch nicht gemacht. Dann habe ich hier den Tunnelbeleg quasi aufgenäht. Hier sieht man, dass da noch ein bisschen Platz an den Taschen ist. Es hat also gut geklappt. Und die Ärmel habe ich auch gesäumt. Dann geht es jetzt mit dem Punkt weiter, vor dem die meisten vermutlich die größte Angst haben, der aber in Wirklichkeit eigentlich gar nicht weiter wild ist. Auch hier macht Übung den Meister. Jetzt geht es an den Reißverschluss. Und mit ein bisschen Ruhe und Gelassenheit und sich einfach Zeit nehmen, klappt das auch.
So, der Reißverschluss wird ja hier auf die Vorderkanten genäht. Ich nähe den immer zuerst auf die Nahtzugabe. Ich zeige euch das jetzt aber erstmal so, dann kann man es, glaube ich, besser sehen. Also das ist der Reißverschlussuntertritt, den bereitet ihr vor. Ja, der ist mega lang, passt gar nicht richtig ins Bild. Der wird einmal rechts auf rechts zusammengelegt, beide Schnittteile hier komplett einmal lang genäht. Ja, inklusive Rundung, dann wird alles gewendet, Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden, bügeln und hier nochmal absteppen von rechts. So, dann könnt ihr das mal an die Vorderkante legen und schauen, wie weit ihr umklappen müsst. Es gibt auch eine Markierung auf dem Schnittteil, selbstverständlich. Wenn man ganz genau näht, haut das natürlich auch dann immer auf den Millimeter genau hin. So, und in diesen Untertritt, der wird auf die linke Seite des Vorderteils genäht. Und dazu brauchen wir eine Seite vom Reißverschluss. Ja, den öffnen wir jetzt. Ich empfehle euch immer, Qualitätsreißverschlüsse zu kaufen. Es ist so ärgerlich, wenn man so ein großes Projekt so viele Stunden lang genäht hat und dann irgendwann beim Tragen der Reißverschluss kaputt geht. Also, für den Reißverschlussuntertritt brauchen wir diese linke Seite des Reißverschlusses, die an der sich der Zipper befindet. Und die Zähnchen müssen immer weg von der Kante der Jacke zeigen. Die denkt ihr euch jetzt. Das seht ihr in der Anleitung. Wenn ich das jetzt da drauf lege, seht ihr es nicht mehr. Und damit ihr jetzt überhaupt seht, was ich mache, nehme ich mal den grünen Reißverschluss. Den werde ich natürlich nicht einnähen. Ich werde den schwarzen einnähen. Aber schwarz auf schwarz, da sieht man ja nichts. Also, so rum würde der Reißverschluss jetzt auf der Jacke liegen müssen, wenn wir ihn ohne Untertritt aufnehmen, was wir aber nicht tun. Jetzt, Moment, ich muss mich einmal sortieren. Genau. Wir drehen den um, sodass der Zipper oben liegt und klappen dieses Ende weg. Und das Ganze schiebe ich jetzt hier bündig unter den Umschlag. So, noch ein kleines Stück, ein bisschen verrutscht. Man kann sich das auch kleben mit dem vorhin bereits erwähnten doppelseitigen Klebeband, damit dann nichts mehr verrutscht. So, das stecke ich jetzt mal aufeinander. Also normalerweise mache ich das immer nicht in diesem Einzelschritt, aber hier im Video will ich euch ja möglichst zeigen, wie das am einfachsten ist, sodass auch Anfängerinnen davon etwas haben. Anfänger selbstverständlich auch. Diese Kante muss nicht versäubert werden, die bleibt offen, das ist zum Wenden super und auch jetzt muss sie nicht versäubert werden, weil die später unter dem Beleg verschwindet. So, jetzt habe ich das hier so festgesteckt. Also dieser Untertritt entspricht der Länge des Vorderteils, natürlich abzüglich der Nahtzugaben. Also abzüglich der Nahtzugaben heißt, wir legen das gleich so rum auf, dass die Nahtzugabe muss natürlich hier unten stehen bleiben, denn hier werden später ja noch die Belege angenäht. Ansonsten entspricht aber nicht unbedingt die Reißverschlusslänge auch dieser Untertrittlänge bzw. eben der Länge des Vorderteils. Denn es gibt im Handel ja meistens Reißverschlüsse in 5 cm Schritten zu kaufen. Und die habe ich euch auch aufgeschrieben und empfohlen. Aber es stehen auch in den Maßtabellen die Längen der richtigen, also der kompletten Vorderteillängen. Und es gibt natürlich auch Shops, wo man Reißverschlüsse in 1 cm Schritten. Ich war schon bei Reißverschlüssen und Schritten und halt da draußen Wort gebastelt, zu kaufen gibt. Ja, also wer das lieber mag, dass die Länge des Reißverschlusses ganz genau mit der Vorderkante übereinstimmt, kann sich auch so einen Reißverschluss besorgen. Ist ja meistens ein bisschen teurer. Okay, damit ihr das jetzt farblich gut erkennen könnt, habe ich das so gemacht. Ich gucke mal, ob wir hier die ganze Vorderkante vom Mantel reinkriegen. Wahrscheinlich nicht, dann ziehe ich das gleich ein bisschen hin und her. Also, dieses ganze Gebamsel, was wir jetzt haben, wird umgedreht, so dass der Reißverschluss rechts auf rechts quasi auf dem Vorderteil liegt und die Zähnchen, ganz wichtig, nochmal zur Kontrolle für euch, müssen von der Kante weg
zeigen. Ja? Wenn die jetzt in die andere Richtung zeigen, habt ihr es vorher falsch gesteckt. So, dann beginnen wir hier oben. Wir lassen den Zentimeter Nahtzugabe frei, denn auch dort kommt ja später noch die Belege. Und jetzt habe ich ja hier schon die Klammern. Wie gesagt, wem das hilft, der möge es bitte mit dem Klebeband ankleben. Und ich mache das auch immer so, dass ich ganz entspannt erstmal eine Seite, und zwar diese, die schwierigere in diesem Fall. Manchmal hat man ja auch Jacken oder Mäntel, wo man gar keinen so einen Untertritt dabei hat. Dann sind eigentlich beide Seiten gleich schwierig oder leicht, wie auch immer. Und ich klebe das tatsächlich auch nie. Ich glaube, ich habe es einmal versucht und bin wahnsinnig geworden. Irgendwas war. Und ich habe das irgendwie ohne Kleben gelernt und habe das auch schon so oft gemacht, dass das für mich gar nicht das Thema ist. So, aber wie gesagt, ich weiß, dass es vielen das Kleben hilft. Diesen Zipper ziehe ich immer so ein bisschen hier hoch, damit ich mit meinem Nähfuß da gleich vorbeikomme. So. Und so sieht das jetzt hier aus. Unten muss genau der Zentimeter Nahtzugabe frei bleiben, genauso wie ich es euch eben oben gezeigt habe. Jetzt näht ihr das Ganze auf der Nahtzugabe auf. Also noch nicht so, wie ihr den Reißverschluss einnähen würdet. Knappkantig auf der Nahtzugabe. Und danach machen wir das auf der anderen Seite auch so. Ja, auch hier, damit man es besser sieht. Moment, ist mir abgehauen. Wo ist er? Hier ist die andere Seite vom Grün. Auch hier passiert das Gleiche in Grün. Passt ja praktisch. Hier mit dem grünen Reißverschluss, Moment, so. Nur, dass wir den Reißverschlussuntertritt nicht dabei haben. Auch hier müssen die Zähnchen von der Kante weg zeigen. Auch hier wird das obere Teil umgeklappt. Und da muss man jetzt ein bisschen gucken, weil ja der Untertritt fehlt, dass man die richtige Länge erwischt. Und ich mache das dann immer so, dass ich das eigentlich erst mache, wenn ich das schon eingenäht habe. Dann kann ich hier den oberen Teil feststecken und den Reißverschluss schließen. Dann sehe ich hier genau an den Übergängen, zum Beispiel von der Kapuzennaht, von der Halsnaht, ob ich den Reißverschluss richtig gesteckt habe. Und wenn das obere stimmt, dann arbeite ich mich nach unten vor. Am Ende, ich guck mal kurz. Ja, das kommt ungefähr hin. Ne? Hier sieht man es. Es kommt ungefähr hin, wenn man jetzt den umdreht, sieht man ja, dass es der gleiche Abstand ist. Da ich den grünen ja gar nicht einnähen will, zeige ich euch das jetzt nicht weiter. Ich nähe jetzt beide Seiten mal ein und danach kommen ja noch die Belege. Die Belege bilden ja im Prinzip unseren Innenmantel, wenn man denn einen gefütterten Mantel hätte. Da wir aber kein Futter haben und dieser Schnitt einlagig konzipiert ist, gibt es Belege, damit alles schön sauber und ordentlich ringsherum aussieht. Und gleichzeitig dienen die Belege hier unten und oben an der Kapuze auch noch als Möglichkeit für Bänder, also Tunnelzüge. Genau, wie das bei so einem Parker halt üblich ist. Das zeige ich euch dann gleich. Das ist auch kein Hexenwerk und dann sind wir schon dem Ende recht nah. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, Respekt. Und da ist er drin, der Reißverschluss. Ne? Natürlich erstmal nur auf der Nahtzugabe, aber hier sieht man ja schon, das trifft aufeinander, sieht gut aus. Auch hier unten ist noch genug Platz, oben noch die Nahtzugaben. Oben hat man das gesehen, ja, oben noch die Nahtzugaben. Unten sind sie noch frei, damit man da später noch die Belege annehmen kann. Und zu denen gehen wir jetzt auch weiter, zu den Belegen. Beginnen wir mit den Vorderteilbelegen. Die werden gegen gleich zugeschnitten. Wir brauchen zwei Stück. Und dem Kapuzenbeleg. So, in der Anleitung gab es beim Probenähen ein paar Probleme bezüglich des Verständnisses, wie diese Teile zusammengehören. Also zur Erklärung, das hier ist die obere vordere Kante von der Kapuze und zwar das Stück, wo später der Reißverschluss eingesetzt wird.
Und das hier ist der Rest vom Vorderteil, wo der Reißverschluss angesetzt wird. Das heißt, diese runde Kante muss hier raufgenäht werden. Ja? Das machen wir. Da sind auch Knipse auf den Schnittteilen, sodass ihr euch daran orientieren könnt. Da das Ganze rechts auf rechts gehört, habe ich das jetzt umgeklappt, wie ihr gesehen habt. Fange ich hier vorne bündig an. Tut mir leid, dass es schwarz ist, da sieht man nicht so wahnsinnig viel, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Die Ecke steht oben über. Ne? Das ist die Nahtzugabe, die steht da über, das gehört so. Auch hier steht die Ecke über. Ja, so sieht das jetzt aus. Und nochmal zum Verständnis, wenn ich das jetzt aufklappe, dann ist das die Reißverschlusskante komplett. Das sind die Vorderkanten vom Mantel. Und das hier, diese Kante komplett außen, ist die Kante, die nachher vom Beleg innen sichtbar ist. Das heißt, diese Kante inklusive der unteren beiden kurzen Kanten werden jetzt von euch versäubert. Solltet ihr die Belege aus Softshell nähen und keine Versäuberung wünschen, könnt ihr die natürlich weglassen. Aber wie man wahrscheinlich erkennt, ist das hier ein Baumwollstoff, der franzt, also wird es versäubert. Also nochmal, die äußere Kante, ich drehe es mal zu seitlich, hier unten die beiden. Also fängt man an einer Seite an und geht komplett einmal rum mit der Overlock. Ja? Oder wenn ihr keine Overlock habt, mit der normalen Nähmaschine einmal komplett hier rum bis zum Ende. Ja? Gut. Und wenn ihr das gemacht habt, dann zeige ich euch gleich schon mal, wie es mit den Saumbelegen weitergeht. Ich mache das immer so, dass ich nach dem Zuschnitt die Belegteile und eigentlich auch alle anderen Schnittteile auf dem zugeschnittenen Stoff feststecke, damit ich später noch weiß, was was ist, weil die kann man sonst echt schlecht auseinanderhalten und dann fummelt man immer und wie hat das jetzt gelegen und so. Und ich habe mir das markiert mit einem kleinen Sternchen, wo das zusammengehört. Das ist nämlich die Seitennaht vom Parker. Das hier ist der Vorderteilsaumbeleg. Und das ist der, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wisst ihr was, bevor ich das jetzt wieder rausschneide, erkläre ich euch das trotzdem weiter. Also es ist jetzt nicht weiter wild, ich muss es dann gleich nochmal neu zuschneiden. Also das ist der Vorderteilsaumbeleg. Der wird zweimal zugeschnitten und ich habe ihn aus Versehen im Bruch zugeschnitten, wie man hier vorne sieht. Ich habe ihn im Bruch zugeschnitten, da fehlt mir jetzt also die Nahtzugabe. Ich schneide das mal auseinander und schneide mir das gleich nochmal neu zu. Aber das Prinzip bleibt ja trotzdem dasselbe, auch wenn hier die Nahtzugabe fehlt. So, also wir haben zweimal den Vorderteilsaumbeleg und wir haben zweimal den Rückenteilsaumbeleg. Und so gehören die zusammen. Ja, an dieser Stelle. Das heißt, wir machen zweimal Folgendes. Hier klappen den Rückenteilsaumbeleg auf den Vorderteilsaumbeleg. Rechts auf rechts. Auch da steht die Ecke wieder ein bisschen über. Das sieht dann so aus. Ja, hier wird zusammengenäht und das gleiche nochmal. Mit den, aber nee, Moment, die lagen ja anders. Bei dem Baumwollstoff sieht man die rechten Stoffseiten nicht so gut. Ah, jetzt bin ich völlig durch den Düter. Ich mache nochmal zurück. Oh meine Güte. So, also nochmal. Ich gucke mal gleich, ob wir jetzt zwei gegengleiche Seiten haben. Zu viel Scheinwerferlicht hier heute für mich. Jetzt sieht es ja genau gleich aus. So, dann hätten wir einmal die Seite und wenn wir das, genau, dann ist es die andere. Dann wäre das einmal links, einmal rechts. Genau. So, wieder zurück. Jetzt bin ich schon völlig verwirrt. Bin auch schon wieder einige Stunden dabei. Hier diese kurzen Kanten näht ihr aufeinander. Und dann die... Moment, jetzt muss ich es mir nochmal wieder richtig umdrehen. Es muss wieder so passen, wie es hier war. Das ist das. Das ist die Seite, genau. Und das ist dann...
Auch so. Andere Seite. Einmal so, einmal so. Gegengleich natürlich. Und die Kante, die nachher im Parker ist, das wäre diese komplette Kante, die wird jetzt von euch dann anschließend, wenn ihr die kurzen Seiten geschlossen habt, auch wieder versäubert. Ja. Und mit dem Schlitzteilbeleg, der ja hier gleich noch angesetzt wird, hier auf der Seite, das zeige ich euch dann gleich aber extra, wenn alles versäubert ist, sonst ist es zu verwirrend. Okay, bis gleich. Ja, wie eben beschrieben, habe ich jetzt die Vorderteil- und Rückenteil-Saumbelege hier zusammengenäht und die Kanten, die später im Mantel zu sehen sein werden, versäubert. Und ich habe mir die schon markiert, damit ich das gleich nicht durcheinander komme, wenn die an die Vorderteilbelege genäht werden. So, genau. Als nächstes kommen noch hinten die Rückenteilschlitzbelege, die beiden kleinen. Die werden einmal hier, hier und hier versäubert, damit wir sie gleich rechts auf rechts zusammenlegen können und an dieser kleinen kurzen Kante zusammennähen. Ja, dann, wenn man die auseinanderklappt, sind sie dann so und die werden dann hier auch noch an die Rückenteil-Saumbelege angesetzt. Das zeige ich euch aber erst, wenn ich die zusammengenäht habe. Ach ja, wenn ihr die hier zusammengenäht habt, könnt ihr danach gleich diese kurze Kante oben auch noch versäubern, diese hier, ja? Das könnt ihr gleich mitmachen. So, dann lege ich das einmal zur Seite. Moment, und dann zeige ich euch schon mal, wie wir jetzt diese unteren Saumbelege an die Vorderteilbelege kriegen. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Es passt leider nicht ganz ins Bild. Also das hier oben ist ja die Kapuzenkante, ne? Hier sind ungefähr die Ösen. Hier ist schon die Höhe der Kapuze, wo der Reißverschluss ansetzt. Und das sind die langen Vorderteile, rechts und links bis ganz unten. Ja, ich habe mir das hier markiert mit den farbigen Klammern, damit ich das jetzt hier nicht vertüdel. Und damit mir das hinten nicht vom Tisch rutscht, muss ich das mal kurz beschweren. So, genau. Und wenn man sich das jetzt weiter auseinanderdenkt, weil da ja eigentlich der Mantel dazwischen wäre, werden jetzt hier, sieht man das? Ja, ein Stück hoch. Ich mache das so, dass ich den Vorderteilbeleg unter den Saumbeleg schiebe. Ich habe mir das hier schon markiert, wie weit das reicht. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass die Nahtzugaben bündig aufeinander genäht werden. Aber dann müsste man wahrscheinlich ohne Nahtzugabe zuschneiden oder mit weniger Nahtzugabe. Das müsst ihr euch mal ausmessen. So wie es jetzt vom Schnitt konzipiert ist, schiebt man diesen Vorderteilbeleg unter den, also auf die linke Seite des Vorderteil-Saumbelegs oder aber umgekehrt würde auch gehen, was euch besser gefällt. Ne? Das ist im Prinzip wurscht. So, Moment. Jetzt stecke ich mir das hier. Das nähe ich gleich mit der Nähmaschine auf. Und dann, das ist die eine Seite und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. So, und dann fehlt nämlich gleich nur noch dieser kleine Schlitzteilbeleg und dann haben wir ein komplettes Rundum, haben wir das jetzt gesehen? Ja, ein komplettes Rundumbeleg. Mir ist ein anderes Wort eingefallen. Einen kompletten Rundumbeleg, so jetzt aber. Als wenn ich der deutschen deutschen Sprache nicht mächtig wäre, es wird ja immer besser. Vielleicht sollte ich ganz aufhören mit reden, aber da muss ich euch Untertitel einblenden. Das ist auch nicht so wahnsinnig toll. Okay, also ich hoffe, man konnte es jetzt gut sehen, wie das jetzt funktioniert. Ich versuche euch das auch gleich mal nochmal im Ganzen zu zeigen. So, ich habe jetzt hier die Belege, wie beschrieben, die Vorderteilsaumbelege an die Vorderteilbelege genäht. Wenn ich das jetzt auseinanderschiebe, dann seht ihr hier wieder die Rundung vom Beleg des Rückenteilsaumbelegs, doppelt gemoppelt. Und an diese Ecken wird jetzt noch der zuvor fertiggestellte Schlitzteilbeleg angesetzt. Und zwar auch hier rechte Stoffseite liegt oben,
Das ist auch die rechte Stoffseite hier. Also beide rechte Stoffseiten liegen oben. Und hier wird der Schlitzteil belegt. Auch drunter geschoben. Oder drüber. Ist im Prinzip egal. Finde ich aber drunter schöner. Ich habe mir das auf der Rückseite markiert, wie weit. Und dann, Moment. Genau, dann auch hier wieder auf der Nahtzugabe feststeppen. Und dann haben wir den Beleg, wie gesagt, komplett zusammengenäht. Und dieser Beleg wird gleich mit dem fertigen Mantel, also dem Softshell-Mantel, dem Außenstoff, verstürzt. Dann sind alle Kanten schön sauber verarbeitet. Ich versuche euch das jetzt nochmal im Ganzen zu zeigen. Ich hoffe, das klappt, dass ihr eine Vorstellung davon habt. Ich glaube, wenn man das auf den Außenmantel gesteckt hat, wird das auch noch mal klar. Also, ich muss mal gucken, dass ihr überhaupt was seht. Hier ist hinten der Schlitz, das sind die Belege vom Rückenteil bis zur Hälfte. Dann setzt da an die Belege vom Vorderteil und dann, also vom Saum, und dann einmal hier hoch die langen Kanten. Da wird gleich der Reißverschluss sein und zum Schluss hier oben die Kapuze. Ne? Ich hoffe, dass es einigermaßen zu erkennen ist. So, dann auf zum Endspurt, ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir dieses komplette Beleggedöns. Ist jetzt zu einem, na, Kreis ist es ja nicht, aber zu einer Einheit geworden, weil überall zusammengenäht. Und ich fange immer gerne an der Kapuze das Ganze zusammenzustecken. So, hier ist jetzt die Mitte. Mache ich mal so einen Falz rein. Damit habe ich mir die jetzt behelfsmäßig markiert. Und dann fange ich an der Kapuze. Der Mantel liegt so vor mir, dass die rechte Seite nach außen zeigt. Dann ist es einfacher. Schwupp. An der Kapuzenmitte den Beleg. Rechts auf rechts. Ringsherum aufzustecken. Und da kann man gar nicht viel falsch machen, weil man spätestens, wenn man komplett alles aufgesteckt hat, sieht, ob man nicht irgendwo aus Versehen was verdreht hat oder so. Ja, da arbeitet man sich einfach vor, Stück für Stück. Ich werde das wahrscheinlich gleich wieder nicht ganz aufs Bild kriegen, aber vielleicht ungefähr, zumindest in der E-Book-Anleitung sieht man das ganz gut. Hier am Mantel dran denken, die Nahtzugaben auseinander zu klappen. Unten sind die ja nicht abgesteckt worden. Und die Kante, ne, die ich jetzt stecke, das verfolgt ihr jetzt ja gerade, die wird auch gleich genäht komplett. Also die Belege werden an der kompletten Außenkante rechts auf den Softshell gesteppt, also den Parker, Außenparker. Wenn man eine Innenjacke hat, nennt sich immer Innenjacke und Außenjacke. Und hier haben wir ja sozusagen, die Belege ersetzen ja unsere Innenjacke, unser Futter. Noch der Zipper, den muss man natürlich dann beim Feststecken so ein bisschen hin und her zippen, ziehen, damit man da vorbeikommt.
So, da die Reißverschlüsse ja jetzt mit einer Behelfsnaht schon auf die Nahtzugabe genäht worden sind, Moment, ich mache hier einmal die Ecke zu Ende, wie man ja hier an der Naht erkennt, ist jetzt wichtig, dass ihr die Nadel und den Nähfuß so einstellt, dass ihr jetzt neben dieser Naht näht, ne? Damit die erste Naht verschwindet. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Ja. So. So, das war es. Einmal ringsrum das Ganze gesteckt. Im Prinzip wie auch beim gefütterten Mantel, nur eben ohne das innere Futter. So, kriegen wir das Ganze hier rauf? Nicht so ganz, ne? Also hier oben bei der Kapuze fängt es an und dann geht es einmal vorne und unten komplett einmal lang. Das näht ihr jetzt alles einmal so zusammen und danach wendet ihr das Ganze, also zuerst schneidet ihr hier die Ecken der Nahtzugaben wieder zurück. Hier oben auch, ne? Also an allen vier Ecken. Und dann könnt ihr das Ganze wenden. Und dann kann man genau so, wie man das jetzt zusammengenäht hat, wenn es gewendet ist, auch von rechts nochmal knappkantig absteppen. Also komplett die Vorderkanten, unten den Saum, inklusive des Schlitzes und dann hoch, nächste Vorderkante hoch, einmal die Kapuze rum, um die Kapuze rum und dann wieder zurück bis zum Anfang. Ja, das mache ich jetzt einmal und dann haben wir nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Die Bänder einzuziehen, also die Kordeln und gegebenenfalls die Belege noch auf den Nahtzugaben zu befestigen, damit das Ganze nicht so rumschlackert. Ja, ich habe jetzt doch noch nicht abgesteppt, denn ich habe vorhin was vergessen zu erwähnen und das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Und zwar hier hinten im Schlitz, da sollte man die Nahtzugabe bis ganz kurz vor die Naht, bis hoch in die Spitze und dann auch hier noch mit ein paar kleinen Knipsen einknipsen. Dann legt sich das nämlich viel besser in diese Ecke hier rein. Ja? Ansonsten habe ich die Nahtzugaben an den Ecken überall. Die beiden Ecken hatte ich vergessen zu erwähnen vorhin bei meiner Zählung. Ich habe nur vier gezählt, sind aber natürlich sechs mit den beiden. Habe ich die Nahtzugaben abgeschrägt, wie ich euch das vorher schon gezeigt habe. So, hier würde ich jetzt natürlich dann nachher die restlichen Overlock-Raupen, die da noch überstehen, vom Versäubern einfach reinklappen. Denn wenn wir jetzt hier gleich an der Außenkante natürlich von rechts entlang gesteppt haben, werden ja noch die Tunnelzüge gesteppt. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Das müssen wir natürlich hier unten noch machen, sonst können wir keine Kordeln einziehen. Und oben an der Kapuze fehlt das auch noch. Also, die Nahtzugaben kann man so mit so einem Softshell gut mit der Hand ausformen. Sonst bügelt man das ja eigentlich. Aber hier, finde ich, geht es super durch diese Bewegung einfach so ein bisschen so. Deswegen habe ich das hier jetzt auch schon fixiert mit den Klammern. Und bevor ihr das macht, wenn ihr das so gewendet habt und ihr habt alle Belege nach innen gewendet, dann überprüft ihr bitte nochmal, ob es unten gleichförmig ist mit dem Reißverschluss und oben. Das mache ich nämlich dann immer, bevor ich das absteppe. Huch, hier habe ich es jetzt auch schon abgesteckt. Und dann sieht man ganz gut, ich habe das jetzt mit Absicht so gelassen, man sieht ganz gut hier, dass es nicht ganz gleich ist. Da, ja, vielleicht so 5 mm oder so, ja, Unterschied. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal auf. Also ich wende das Ganze nochmal zurück auf links. Ja, und dann nähe ich gleich nochmal ungefähr 5 mm weiter innen, damit das dann gerade ist. Ja, so kann ich das ausgleichen. Das geht aber natürlich nur, solange das noch nicht abgesteppt ist. So. Das nochmal als Tipp. Und damit ihr auch seht, dass das alles überhaupt gar kein Beinbruch ist und man einfach nur ein bisschen Geduld braucht und man vieles noch nachbessern kann, was vielleicht auf Anhieb nicht so ganz gelungen ist. Ja, jetzt sieht es fast gleich lang aus.
egal. Also hier ist es ein Tick zu viel, das werde ich gleich mal korrigieren. Und mal gucken, ob es oben vernünftig ist. Das habe ich nämlich noch gar nicht geguckt. Aber oben ist es wunderbar. Ne? Oben ist es bündig, das sieht gut aus. Genau, und hier, wo wir schon hier oben an der Kapuze sind, wenn hier die Kante abgesteppt ist, wird hier nochmal ein Tunnel zugenäht. Entweder von ganz vorne einfach einmal in den entsprechenden Zentimetern. Ich habe jetzt kein Zentimetermaß, wie viele mögen das sein? So 4 oder so. Von vorne oder ihr fangt kurz vor der Öse an, einmal so eine Quernaht zu machen und dann ringsrum. Das ist eigentlich nur eine optische Sache, was ihr schöner findet. Am Ende von der Funktion ist es völlig egal. Ne? Also hier den Tunnel zusteppen und dann unten auch einmal ringsrum. Oberhalb der Ösen, auch hier könnte man vor der Öse eine kleine Naht machen, aber da ist die Öse etwas dichter, obwohl stimmt es? Ja, einen kleinen Tick dichter an der Vorderkante, da fange ich immer hier an. Ne? Und damit steppt ihr dann auch gleichzeitig die Belege ab. Ja? Also die Belege werden abgesteppt und ergeben dann den Tunnelzug. Einmal komplett hier rum, hier hoch und wieder runter. Ja? So, das ist jetzt also die nächste Amtshandlung. Und danach kommen wir dann aber zum Kordel einziehen. An der Taille habe ich es schon eingezogen. Aber bei der Kapuze zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Ist auch ganz einfach, auch kein Hexenwerk. Und was ihr sonst noch braucht, tja, und dann ne, sind wir ja schon so gut wie fertig. Ja, ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe jetzt hier einmal ringsrum abgesteppt und hier unten auch schon das Band eingezogen. Ich habe mal ein bisschen näher gestellt, damit man es auch gut sieht. Ne? Man kann natürlich noch Kordelenden anbringen, ja, die würde man hier so durchfädeln und dann einen Knoten machen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich keine schwarzen habe. Es gibt viele verschiedene Typen von Kordelenden, das ist jetzt alles Metall. Es gibt natürlich auch noch welche aus Plastik, die mache ich aber nicht so gerne. Deswegen muss ich erstmal versuchen, schwarze aus Metall zu finden, die habe ich jetzt nicht vorrätig. Was man auch machen kann, man kann sowohl am Teil den Tunnelzug als auch an den anderen diese Kordelstopper anbringen. Damit kann man relativ gut die Weite regulieren. Man kann aber auch einfach Knoten machen. Damit kann man die Weite auch regulieren. Allerdings ist sie dann eben nicht verstellbar. Ne? Dann sind die Knoten so, wie sie sind. Genau. Die Kordelenden hier habe ich eben auch nicht in der passenden Farbe. Deswegen werde ich die jetzt auch hier nicht anbringen. Und dann für unten hat man die Möglichkeit, am Schwalbenschwanz sozusagen, entweder macht man hier schneidet man das Band durch, macht hier Knoten rein oder lässt es locker hängen mit den Kordelenden. Das sieht auch schön aus. Oder man macht, wie bei diesem Modell, lässt das Band durchgängig. Da braucht man natürlich ein doppelt so langes, ist klar, und macht einfach auch einen Knoten rein. Oder wenn man den Knoten nicht möchte, lässt man es einfach so hängen, wie man will. Kann man individuell gestalten, wie man Lust hat. Den Taillentunnelzug, da habe ich es jetzt erstmal ähnlich gemacht. Ich habe es schon mal den Mantel schon mal anprobiert und auf meine Weite reguliert. Wie man jetzt das Band einzieht, wollte ich euch ja noch kurz zeigen an der Kapuze. Da habe ich jetzt auch hier den Tunnel abgesteppt. Und eigentlich war ich vorbereitet, aber dann musste ich noch unten das Band einziehen. Also muss ich das jetzt nochmal hier machen. Also mit einer Sicherheitsnadel mache ich das immer. Und dann stecke ich das hier so rein. Aber so rum kann ich das nicht. Das ist doof. Ich muss es einmal wenden. Ich kann es nur andersrum. Wo ist das Band? Das ist noch der Rest von meiner Kordel gewesen. Deswegen, ich habe doch gesagt, so rum kann ich es nicht. Dann muss ich es auch nicht so rumwenden. So, ich kann es nur so rum. Also, ich hoffe, man sieht das jetzt. Ich schiebe dann einfach die Nadel, die spüre ich hier im Tunnel, stückweise nach vorne. Gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, das einzuziehen, so Bänder einzuziehen, aber ich habe das so gelernt und darum mache ich das auch immer wieder so. Geht auch meistens recht fix, also mit Softshell und Baumwollbelegen geht es sehr gut. Wenn man zwei Baumwollstoffe hat, stoppt es manchmal ein bisschen. Moment, das Band ein bisschen nachziehen. Das ist ja hier die kürzeste Strecke.
Mir ist bei solchen Aktionen auch schon ein paar Mal die Sicherheitsnadel aufgegangen. Das ist natürlich nicht so toll. Aber irgendwie habe ich das immer hinbekommen. So, jetzt hier den Ausgang finden. Da ist er. So. Ja, und jetzt auch hier wieder, weil ich jetzt keine Kordelenden und Stopper habe, mache ich jetzt einfach mal erstmal Knoten. Da muss man abschätzen, wie viel Band man braucht. Ne? Das ist ja jetzt über die gesamte Länge, das heißt, die Kapuze ist gar nicht gerafft. Wenn ich die natürlich ein bisschen raffen will, dann würde vorne natürlich noch mehr Band überstehen. Ne? Muss man vorher genau abschätzen, wie viel Band man braucht. Ich lasse immer so viel, dass es nicht zu weit raushängt. So ein Stück. Und dass man dann eben, wenn man es gerafft hat, dass es dann nicht extrem weit raushängt. Das mag ich persönlich nämlich nicht. Abschneiden und wie gesagt, normalerweise würden da jetzt Kordelenden draufkommen. Es gibt ja auch Schrumpfschlauch. Ja, oh Gott. Oh Mann. Manchmal denke ich, ich habe die ganzen Versprecher nur, damit ihr was zu lachen habt. Nein, aber in echt bin ich auch so. Ich verspreche mich auch oft oder ich verheirate zwei Sprichwörter miteinander. Das ist auch immer lustig für die Leute, die es hören. So, also, dann hätten wir das. Mache ich das noch ein bisschen kürzer. Und dann wollte ich euch noch zeigen, wie man die Belege befestigen kann. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Da habe ich den Beleg an der Nahtzugabe festgenäht und ebenso habe ich das hier an den beiden Seiten des Tunnels gemacht, am Vorderteilbeleg. Kann man mit den Taschen, wenn man will, auch noch machen. Man kann die Taschen hier natürlich auch von Hand hier unten und da oben auch an der, also natürlich nur auf der Nahtzugabe, hier am Beleg befestigen, wenn man will. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Aber wenn sich es beim Tragen als doof rausstellen sollte, kann man das noch machen. Genau, hier habe ich das noch nicht angenäht, damit ich euch das mal zeigen kann. Das geht ganz einfach, wenn man den Faden doppelt nimmt, dann geht es schneller, weil er natürlich dann mehr aushält. Ne? Ich nehme dazu das ganz einfache Polyester-Negan, was ich auch zum Nähen benutze. Und dann sticht man von unten ein. Da wird nachher auch vernäht. Dann sieht man den Knoten später nicht. Und ich mache das dann einfach zwei, dreimal, weil der Faden ja doppelt ist, reicht das auch. So, hoch. Nochmal zurück nach unten. Alle guten Dinge sind drei, ne? Drei Knoten mache ich immer. Drei Knoten machen. Und abschneiden. Tja, ihr Lieben, und damit wäre das ganze Projekt geschafft. Ist kein ganz schnell zu nähendes Projekt. Man braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, aber dafür hat man nachher auch ein ganz, ganz, ganz besonderes Teil, das man selbst gemacht hat und auf das man richtig stolz sein kann. Jetzt wollt ihr sicherlich noch wissen, wie das Ganze ausgezogen aussieht. Oh Gott, heute ist echt, oh Mann, angezogen aussieht. Angezogen aussieht, genau, das zeige ich euch gleich. Und da ist die fertige Lady Cadiz. Ja, so sieht die jetzt aus. Wie man sieht, hier passt noch ein Tuch für mich bequem drunter. Ich habe Größe 40 genäht, das entspricht auch den Maßen meiner eigenen Körpermaßtabelle, an die ihr euch erhalten sollt. Das ist ein einlagiger Softshell, also Softshell ist ja nie einlagig, es ist ja ein Material, was aus mehreren Lagen besteht, aber was eben außen diesen typischen Softshell hat und innen meistens eine angeraute, fließähnliche Abseite. Es gibt ihn allerdings auch mit Plüsch, der ist dann relativ dick, dafür ist der Schnitt nicht ausgelegt. Wenn ihr das nähen möchtet, solltet ihr mindestens eine Nummer größer wählen. Ja, wie gesagt, ein Tuch. Ein leichtes Tuch passt drunter, ein dicker Winterschal nicht, das ist auch kein Winterschnitt, das ist ein Übergangsschnitt. Ja, viele von euch, weiß ich, nutzen Softshell gerne eben in der Übergangszeit auch als Regenmantel oder als Regenstoff an sich. Kann man machen, damit ihr mal seht, was ich drunter habe. Ich habe hier eine
mein Langarm-Shirt, was ich vorher auch anhatte, ein einfaches schwarzes, nicht aus besonders dicker Qualität, ganz normal. Das ist jetzt zwar aus Wolle, aber das ist trotzdem nicht wahnsinnig viel dicker als jetzt ein normales Baumwoll-Shirt, Jersey-Shirt halt. Und dann habe ich noch eine Trainingsjacke drunter, eine Strickjacke, die auch nicht besonders dick ist. Das heißt, ein richtig dicker Hoodie oder Winterpulli wird wahrscheinlich unter dieser Jacke eng werden. Ja, also es ist ein Übergangsmodell, in dem man in der Übergangszeit hoffentlich weder schwitzt noch friert. Gut, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachnähen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir hier ein Like hinterlasst. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, auch okay. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne über info@mialuna24.de. Außerdem habe ich eine Mialuna Kreativgruppe auf Facebook. Dort habe ich es sehr gern und die anderen Mialuna-Fans auch, wenn ihr dort eure genähten Werke zeigt. Da könnt ihr auch gerne nach Hilfe jederzeit fragen. Es sind sehr viele alte Mialuna-Hasen in dieser Gruppe, die schon lange nach meinen Schnittmustern nähen und die dort auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Außerdem freuen wir uns alle immer wieder über neue gezeigte Nähwerke. Und wer noch Lust hat und auch Instagram besitzt, kann mir gerne auf Instagram folgen. Und wenn ihr dort den Hashtag Mialuna oder Mialuna Schnittmuster benutzt, dann kann ich eure Werke auch finden und ich teile sie auch immer mal wieder in meinen Stories. Also, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.